Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3 Götterdämmerung. Habe ich das eigentlich im letzten Part auch gesagt? Ich glaube nicht, ne? Wir sind hier in dieser Zombie-Höhle. Mal wieder Zombies. Ich liebe sie nicht. Ha, Arschloch. Dachtest du? Habe ich aber auch gedacht, dass ich dich treffe. Das geht nicht gut. Aber versuchen wir's. Wow. Wow. Ja, im letzten Part ist leider wieder unser Vagilan gestorben. Hört sich immer so an wie Vaginalein. Oder wie Vagina. Aber ich meine den Vag. So kleiner Vag. Und tschüss. Boom. Headshot. So. Ja, wir sind hier stehen geblieben. Das letzte Mal. Der Vag ist tot. Den hat sie in den ganzen Zombies zerfetzt. Abgebrochen. Weil der auch einfach da reingelaufen ist, ohne irgendeine sinnvolle Erklärung. Ja, nennt man dann wohl Pech, ne? Ich habe so das Gefühl, dass der Magier der Letzte ist. Nein, ist er nicht. Gut. Weiß ich Bescheid. Da sind noch drei Stück. Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Lass mich bloß in Ruhe, Mann. Toter Hohepriester, ey. So ist gut. Nein. Komm nicht näher. Bastard. Oh Gott, komm nicht näher. Geht nicht gut. Nein! Wag es dich! Oh, ich hasse die. Den werde ich doch nie besiegen. Und da liegt mein Vag, ey. Nicht mal ein Vagfell. Metall, Metall. Stehen die alle hier, ey?
Sag euch, wenn der Magier mich erwischt, bin ich tot. Macht mich sowieso mit One-Hit-Kill. Erledigt er mich. Egal, was für ein Zauber. Ob Eis, Blitz oder... Zu schwer. Will ich ja auch gar nicht knacken. Das bringt nichts. Während des Kampfes? Ah, der. Geil. Sehr gut getroffen. Auch wieder voll daneben. Sehr schön. So läuft das, Jungs. So läuft das. So nicht. So, nur noch der Magier und ich. Nur noch wir beide. Ja, wie mache ich das am klügsten? Ich könnte mir einen Golem beschwören, aber ist es das wert? Acht Stück habe ich davon. Davon habe ich drei Stück. Die habe ich aber mit zwei Schüssen, habe ich das erledigt. Ich würde sagen, wir versuchen es, ne? Ich würde sagen, das versuchen wir jetzt einfach. Okay. Au. Fuck. Ja. Genau so machen wir das. Er hat unendlich Mana, ne? Manche sind aber auch echt doof. So wie ich. Das war so klar, dass das irgendwann passiert. Das war so klar. Ach du Scheiße. Habe ich aber voll ins Mikro reingeschrien. Sorry dafür. Fuck.
Na los, komm. Gibt's nicht, ne? Ich den nicht treff! Wenn er mich trifft, bin ich tot. Sofort. Instant. Darf mich auf keinen Fall treffen. Oh, triff ihn doch! Na, das könnte diesmal gut ausgehen. Irgendwann wird er versuchen, sich zu heilen. Und dann müssen wir zuschlagen. Oder er versucht es doch nicht. Gruppenhypnose. Sehr gut. Ja, dann haben wir die Höhle. Jetzt brauche ich nur einen neuen Wag. Ich glaube, es gibt auch nur noch einen Wag da, ne? Etwas Kleines. Nehmen wir mal die Birne. Hab immer noch nicht volles Leben, ne? Nein, Apfel. Okay. Das war's mit dieser Höhle. Speichern nicht vergessen. Und auf zu den neuen Wags. Wo ich mir halt einen neuen Wag. Was soll it? Arme kleine Wag. Kann mir das einer erklären, warum hier ein Drache liegt? Oh mein Gott, ey. Wie buggy. Das Spiel ist einfach so was von buggy, ey. Rohes Fleisch habe ich auch. Sehr gut. Meine zwei Waage sind da noch, die ich mir krallen kann. Zähmen, bitte. Scheint aber auch nur noch einer zu sein. Nee, da ist noch einer. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mit dem Wag hier an unserer Seite nun zu den Goblins. Also zum Oger und dann quasi da hoch zu den Dämonen. Damit wir das Zeugs hier auch von der Backe haben. Dann haben wir nämlich die komplette Küste bis zum Mittelland
quasi, also bis nach Nordmar hoch, haben wir dann erledigt. Und das würde mir sehr gefallen. Um ehrlich zu sein. Ja. Dann das. Speichern. Und weiter mit dem Bogen voran. Und Untoten gibt es hier echt en masse. Muss man echt sagen. Ich glaube, das ist eine Goblinbeere. Sehr geil. Also hätte ich damit schon 60 Jagd geschickt. Nee, oder? 30 plus 2 mal 2 sind 60, doch. Also haben wir 61 Jagd geschickt mehr. Dann hätten wir 56, 256 Jagd geschickt. Das würde für den leisen Tod reichen. Den Meisterschützen. Müsste ich Alchemie halt nicht lernen. Aber ich könnte auch 30 mal 3 haben. Das wären 90. Das sind halt 30 Punkte mehr, ne? Okay, Ranger Musik. Für was auch immer. Aber wenigstens wird es jetzt wieder ein bisschen heller. Wir haben 6 Uhr, das ist sehr gut. Oh, leck. Todesleck. Nochmal Todesleck. Lebe ich auch immer, wenn ich nicht höre, wie der Bogen spannt. Ich liebe das. Aber ich habe ja genug Fleisch. Von daher nicht verzagen. Einfach Fleisch fragen. Ich habe jetzt gar nicht auf der Seite geguckt, ob es da eine schwere Truhe gab. Zu schwer. Ja, Metalltruhe. Ach du scheiß Oger. Kommt schon einer. Ich glaube, der Wag überlebt nicht lang. Ich habe einen Goblin gehört. Da.
Aber wenn ich so weitermache, überlege ich auch nicht lang. Okay. Hier, das kenne ich. Ja gut, dann würde ich sagen, auf zum Ogerkampf. Also wir machen auf jeden Fall dem Oger schon mehr Schaden als damals. Ja, es war so klar, dass er tot, dass er stirbt. Es war so klar. Und jetzt bin ich tot. Glück gehabt. Es war so klar, dass der scheiß Wag stirbt, ey. Es war so klar. So. Na schön locken. Dann möglichst viel Abstand gewinnen. Wow. Absolut wow. Einfach immer schön auf den Kopf. Nein, das funktioniert nicht. Aber die machen mich schon mal nicht mit einem Schlag mehr fertig. Also kann ich so arbeiten. So kann ich arbeiten.
Na? Wag es dich. Ich sag doch, wag es dich. So. Schön die Waldbeeren hier. Habe ich den Wag gar nicht ausgenommen? Ja, gut. Hat er wenigstens seinen letzten Zweck erfüllt. Teiltruhe. Ernsthaft jetzt? Alte Truhe. Das ist doch mal was. Was haben wir denn drin? Meteor? Wow. Haben wir sonst noch hier irgendwelche Truhen, die wichtig waren? Ich weiß halt nicht mehr, wo überall die Zelte standen, ne? Das ist halt das stabile Metalltruhe. Eine Goblinbeere. Damit haben wir jetzt 30 voll. Frage ist, laufe ich jetzt nochmal zurück wegen dem scheiß Wag oder sage ich, shit happens, wir versuchen es so. Sowieso, dass das nicht klappt, ey. Halt, Ruhe. Ich habe eigentlich auch keinen Bock, dahin zu laufen wieder. Was wir machen könnten, ist uns teleportieren. Jetzt nehme ich aber erstmal das Harnischkraut. Und scheinbar auch das Herrscherkraut. Haben wir nämlich schon wieder mal ein bisschen Leben mehr. Also mit dem Schwerter können wir auch viel, viel Gold machen. Ach, Adea. Das habe ich Adea. Na, was soll's. Ich ruhe mich ein wenig aus. Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Kümmere dich besser um deinen Kram. Schmieden ist verdammt anstrengend, weißt du das? Ich wollte nach Redok. Holen wir uns den letzten Wag. Der letzte. In der Nahrungskette. Ja. Und jetzt heißt es Daumen drücken, dass der zumindest bis zu einem Dämon, dass wir mindestens einen Dämon fertig kriegen. Das ist Ziel. Das ist mein Ziel. Mindestens einen Dämon halt kriegen.
Da habe ich ein Morgentau vergessen. Ach, da habe ich mich wegteleportiert. Ich dachte mir gerade, hä? Was ist das denn da hinten? Der Teleport, verstehe. Teleportwolke. Jetzt ist die Frage, wie gehe ich davor? Wie habe ich die Golems eigentlich besiegt? Weiß ich auch nicht mehr. Hi. Da ist dein Freund gestorben. Der hat es nicht geschafft, gegen einen Ogre anzukommen. Ich hoffe, dir wird es da besser gelingen, gegen irgendetwas anderes anzutreten. Was ich auch machen könnte, sind die Trolle. Oh, die muss ich ja auch noch machen. Scheiße. Trolle dort hinten, ja, die muss ich auch noch machen. Und die gesamte Höhle bei dem Wassermagier. Oh. Warum denke ich eigentlich jetzt gerade, dass ich eigentlich mega schwach bin? Das sind Eisgolems, okay. Feuergolems. Ja, das riecht nach Ärger. Richtig Ärger. Ich glaube, wir sind eigentlich absolut nicht bereit dafür. Mach, dass du dich bewegst, Wag. So. Wie wäre es, wenn du ihn heute nochmal angreifen würdest? Oder soll ich das hier allein machen? Das war sehr hilfreich von dir. Nicht. Oh fuck. Heiliger Shit, ey. Heiliger Gerbrand.
Hat der mir fair abgezogen? Was war das für ein Treffer, ey? Oh nee. Oger. Jetzt ernsthaft wieder Oger? Okay. Machen wir das. Sehr gut. Und da sind sie. Die fucking Dämonen, ey. Die scheiß Dämonen, ey. Danach ist auch Ende, ne? Ja. Eine Metalltruhe. Hier haben die einfach eine Felswand davor gemacht. Aber das Gute daran ist, dass ein Dämon keine Magie einsetzt. Zumindest ist die nicht. Hi. Würdest du vielleicht aufmerksam auf mich werden? Ich war so klar, dass es zwei werden. Oh, hör auf zu laggen. Och, also so hart hat er jetzt nicht zugeschlagen. Natürlich ist er da reingefallen. Ach du Scheiße. Au. Ein Dämonenhorn und vier Heiltränke. Vier fucking Heiltränke. Da, wenigstens eine schwere Truhe. Abgebrochen. Eisherz, benötigte Stärke 250, Schwertkämpfer 380 Schaden. Massives Schwert, das Angst unter den Gegnern verbreitet. Diebe fühlen sich von ihm aber angezogen. Schutz vor Geschossen.
Oh Mann, ey. Frage ist, wie weit komme ich jetzt hier hoch? Wahrscheinlich trifft mich hier dann wieder eine Wand. Oder hier ist einfach gar nichts. Oh, die bewachen was. Fucking Golems. Warum tun die sowas? Kletter mal da hoch. Um zu gucken, was hier ist. Ja, da denkt ihr, ihr habt mich, ne? What the fuck? Denkt ihr? Was denkt ihr? Aber mich haltet ihr nicht auf. Scheiß Berge. Doch da ne. Aha! 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 Sieh mal einer, guck. Sieh mal einer, guck. Weißt du, warum Gorm Taurus angegriffen hat? Nein, nicht genau. Einige behaupten, Gorm wolle ganz Myrtana erobern. Was sagst du dazu? Ich bin mir sicher, dass Gorm einen guten Grund für den Angriff gehabt hat. Weißt du, warum die Orks bisher noch keine Gegenangriffe gestartet haben? Nein, das weiß keiner so genau. Es gibt viele Gerüchte über Taurus' Pläne, aber wahrscheinlich hat Taurus die selbst in Umlauf gebracht, um uns zu verwirren. Haben Gorns Angriffe Taurus geschadet? Nein, nicht besonders. Tredis ist eben gut zu verteidigen. Seine Verluste in Montera waren deutlich größer, deshalb hat er auch seine Truppen dort verstärkt. Okay. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Da ist Lee, okay. Schwarzmagier. Ich finde Lees Rüstung einfach so geil. Die möchte ich auch haben. Krieger. Wessen Armee ist stärker? Die von Gorm oder die von Taurus? Im Moment sind sie etwa gleich stark. Aber das wird sich wohl irgendwann ändern. Wird Taurus' Armee stärker werden als die von Gorm? Wird Gorns Armee stärker werden als die von Taurus? Das wird davon abhängen, welche Entscheidungen Gorn und Taurus in nächster Zeit treffen. Gorn muss wissen, wann er seine Spione abziehen und sich auf einen letzten Angriff vorbereiten kann. Taurus muss entscheiden, wie lange er noch warten kann, um seinen geheimen Plan zu vollenden, der dann angeblich das Ende von Gorn bedeuten würde. Haben Gorns Soldaten mal Rüstungen bei dir gekauft? Oh nein! Khan würde mich umbringen, wenn ich Gorns Leuten was verkaufe. Musstest du in letzter Zeit viele Rüstungen herstellen? Allerdings. Und Khan besteht darauf, dass ich sie alle mit einem magischen Pulver überziehe, das diese Magier hierher schicken. Wozu ist das gut? Keine Ahnung. Und ich will es auch nicht wissen. Hast du was von dem Pulver hier? Nein. Die Orks bringen es her, wenn ich es brauche. Und überwachen mich dann, während ich arbeite. Würdest du Gorns Leuten Rüstungen verkaufen? Nein. Ich werde auf Schritt und Tritt überwacht. Ich würde mich nie trauen, sowas zu machen. Hast du lange gewartet, um in den Dienst von Taurus genommen zu werden? Ich stehe im Dienst von Khan. Kämpfst du für Khan oder für Taurus? Ich kämpfe für jeden, für den mir Khan befiehlt zu kämpfen. Glaubst du, Gorns Armee ist stärker als die von Taurus? Ich war schon mal in Gotha. Gorns Soldaten sind doch alles nur Bauern. Wir werden sie platt machen.
Genau. Ich brauche Ruhe. Was willst du? Du musst weiter. Aha. Gabriel. Hast du schon oft gegen Khan gekämpft? Nein. Bisher hat er sich damit zufrieden gegeben, seine Linien zu halten. Das ist für einen Ork ziemlich eigenartig. Daher sind wir besonders wachsam. Hat Taurus sich seit den Angriffen Malmontera blicken lassen? Nein. Seit den Angriffen hat er Trelis überhaupt nicht mehr verlassen. Habt ihr irgendwelche Informationen über Taurus' Pläne? Nichts Konkretes. Einige meinen, er stellt eine Magierarmee auf. Andere glauben, er wartet auf Verstärkung von außerhalb Myrtanas. Bist du schon lange in Gotha? Ja, ich bin hier geboren. Hat sich die Stadt sehr verändert, seit Gorn hier das Sagen hat? Gorn ist ein Idiot. Er hat nichts getan, außer einen Krieg anzufangen. Vielleicht gab es einen guten Grund dafür. Jeder weiß doch, dass Gorn ein streitsüchtiger und hirnloser Trottel ist, der ständig nur kämpfen will. Glaubst du, Gorn wird den Krieg gewinnen? Ich bin viel zu durcheinander, um mich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Wär's dir lieber, wenn Taurus hier das Sagen hätte? Ja, aber noch lieber wäre es mir, wenn jemand Gorn einen Kopf kürzer machen würde. Was willst du? Geh jetzt besser. Ich will keinen Ärger haben. Ich kann nicht mehr. Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Raik! Hast du hier genug Leute, um einem Angriff der Orks zu widerstehen? Na klar. Allerdings hilft uns das nicht viel, solange wir nicht wissen, was Taurus genau vorhat. Sind die Bürger der Stadt bei einem Angriff der Orks sicher? Klar. Wir haben sie alle im Kampf ausgebildet. Das war eine klasse Idee. Hat Gorn auch sofort gefallen. Lässt sich Gorn bei der Planung des Kriegs beraten? Ja, von mir und noch ein paar anderen. Allerdings hat er schon öfter erwähnt, dass er am liebsten einen seiner alten Freunde als Berater hätte. Weißt du wen? Er hat nie viel von ihm erzählt. Nur, dass er Gorn des Öfteren vor Ärger bewahrt hat. Diego. Wusstest du, dass die Bürger in die Armee zwangsrekrutiert werden? Ja, davon habe ich schon gehört. Gorn würde das nicht gefallen. Vielleicht unternehme ich morgen mal was dagegen. Hast du irgendwas über Taurus' Pläne gehört? Angeblich soll er Menschen erschaffen haben, die wie Orks aussehen. Wie soll sowas denn möglich sein? Durch Magie. Es heißt, dass er alle Magier von Myrtana nach Trelis eingeladen hat. Aber ich glaube nicht, dass an der Geschichte was dran ist. Hat irgendeiner deiner Leute diese Ork-Menschen schon mal gesehen? Nein. Wir haben nur von ihnen gehört. Kann gut sein, dass die Biester nur ein Hirngespinst von Taurus sind. Okay. Ich will keinen Ärger haben. Okay. Mit dem kann ich also nicht weitersprechen. Sieht's mit euch aus? Mit euch habe ich, glaube ich, gesprochen. Gibt's da noch einen? Was willst du machen? Cousin? Das heißt, hier sind nicht keine mehr. Haltruhe, rostiges Schwert. Axt meine ich, rostiges Schwert. Du solltest dich jetzt besser kümmere um deine dich besser Sachen. Um deinen Was Kram. Willst du? Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Du solltest mich besser nicht stören. Okay, mehr haben die nicht zu palavern. Habt ihr mal ein paar Einblicke noch bekommen, mit denen ich gerne gesprochen habe? Jetzt ist halt nur die Frage, wo ist mein Vagilein? Ich gehe mal den Weg, den ich theoretisch gekommen bin. Das ist sehr gut. Kann ich nämlich jetzt hier speichern. Und den Part beenden. Vielleicht waren das kleine Spoiler, aber das ist mir in dem Fall egal. Eigentlich sollten die immer da sein. Ich finde das sowieso so affig, dass die halt nicht da sind. Und dass man halt mit denen diese Standarddialoge führen kann. Hätte man die Standarddialoge rausgenommen und dann gesagt, okay, die tauchen dann erst auf, dann würde ich sagen, das ist okay, aber so. Na gut. Das war's aber an dieser Stelle für heute. Für diesen Part.
ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin sage ich ciao und macht's gut. Nochmal speichern. Also, bis dann.